Es ist 12:15 Uhr. Wir starten mit der Medienrunde vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch bei Dynamo Dresden. Die wilde Jagd geht weiter. Gestern Abend aus Wiesbaden zurückgekommen und morgen geht es schon wieder nach Dresden. Herzlich willkommen zur Medienrunde. Pavel Dotschev natürlich, unser Chefcoach, und auch den Kollegen der Medien. Ja, dann legt los mit euren Fragen, bitte. Wenn es welche gibt. Hermann. Das ist immer so schwierig, wenn Joachim Dreul nicht da ist, weiß man nie, ob man anfangen soll oder nicht, weil er ihm eigentlich das erste Wort gebührt. Also ich nehme mir jetzt mal einfach das Recht anzufangen. Erstmal Glückwunsch zum Sieg in Wiesbaden. Herr Dotschev, wie wichtig war dieser Erfolg für Sie? Auch guten Tag in der Runde. Natürlich war der Sieg enorm wichtig für uns. Also vor allen Dingen, wir haben im Bus auf dem Weg nach Wiesbaden haben wir die Ergebnisse verfolgt, was die Konkurrenten machen. Und das war natürlich schon so eine Situation, dass man sich so ein bisschen unter Druck setzt und führt. Und die Wiener. Ich will nur damit sagen, das war schon deswegen der Sieg enorm wichtig, weil dann haben wir wieder den Abstand aufrechterhalten, weil wenn wir nicht gewonnen hätten, haben wir so ein Spiel jetzt vor dem Brust gegen Dresden, auch sehr schwieriges Spiel, und dann wäre mehr oder weniger das Spiel gegen Bayern München hopp oder top. Also das nur an dieses Szenario, wenn man durch den Kopf sich alles so gehen lässt. Es ist natürlich schon eine Sache, die nicht schön wäre. Und deswegen dieser Sieg gegen Wiesbaden war enorm wichtig. Sie haben sich ja vor dem Spiel mal ein 3:0 zur 75. Minute gewünscht. Die Mannschaft hat es ja prompt abgeliefert. Was wünschen Sie sich denn vor dem Spiel gegen Dresden? Ich musste schmunzeln nach dem Spiel und da habe ich zu mir selber gesagt, ich wusste nicht, dass so einfach ist alles, einfach so mir irgendwas wünschen und dann meinen Wünschen in Erfüllung geht. Also ich wünsche mir, ich kann jetzt nicht jetzt anfangen zu träumen. Also ich weiß jetzt, dass jetzt Dresden durch die Konstellation, die die momentan haben mit dem Trainerwechsel, dass für uns eine absolute Wundertüte ist. Aber eins bin ich mir sicher, die werden brennen, die werden bis zur Haarspitze motiviert, die werden versuchen, von ersten Minuten Zeichen zu setzen und auch ihre Ziele zu verfolgen. Und von daher, einzige, was ich mir wünsche, nochmal zurück zu Ihrer Frage zu kommen, ist, dass die Mannschaft anknüpft an die Leistung von Wiesbaden. Das wäre mein Wunsch. Wie würden Sie das Spiel vergleichen, zu dem ersten Versuch in Dresden zu spielen? Ist es einfacher oder schwieriger jetzt an diesem Mittwoch? Ich denke, dass es für uns eher schwieriger ist jetzt. Weil zum damaligen Zeitpunkt, Dresden hatte einige Ausfälle gehabt. Die waren auch ein bisschen unter Druck durch die Niederlage gegen Haching. Und deswegen jetzt durch den Trainerwechsel, die Situation hat sich verändert. Definitiv. Also mir wäre lieber ganz normal regulär gespielt zu haben gegen Dresden, als das jetzt. Jetzt sind die eigentlich außergewöhnliche Umstände. Sie haben ja selber eine Mannschaft sehr kurzfristig übernommen, nämlich den MSV. Was kann man in so kurzer Zeit bewegen? Also, wenn es jetzt losgeht und dann Mittwoch muss schon das erste Spiel sein, Samstag direkt das nächste gegen Uerdingen. Also, was kriegt man in der kurzen Zeit gestemmt in so einer Truppe? Nicht viel. Einzige, was man als Trainer meine ich, man kann schon ein gewisses System festlegen und vielleicht einmal trainieren. Fit werden sie nicht gemacht werden können in 2 Tagen. Also wenn das nicht fit sind, sage ich mal so, was nicht glaube. Also das heißt, für mich Einzige, was man machen kann, ist diese Mentales. Ja, also das ist das, was ich auch meine, weil dann jetzt kommt neuer Trainer und dann bei jeder Krieg gibt es auch Leute, die gewinnen und verlieren. Mit so einem Wort möchte ich sagen, da sind auch einige Spieler, die vielleicht vom Trainerwechsel jetzt sich profitieren werden und werden jetzt zeigen, dass die auch gut sind und. Es sind mehrere Mechanismen dabei. Und jetzt, die Spieler haben kein Alibi mehr. Wenn die jetzt vorher irgendwie so Alibi gehabt haben, sollten, ich rede jetzt nur so wie die Mechanismen, ich will jetzt nicht jetzt Dresden überhaupt nicht zu nahe treten, weil ich bin weit weg von den Sachen, ich weiß, ich bin nicht involviert in den Sachen, aber jetzt sind die Spieler gefragt.
Ja, und vorher vielleicht haben sie sich hinterm Trainer, hinter Markus Kauczynski versteckt, aber jetzt können sie nicht mehr verstecken, jetzt müssen sie liefern. Und das ist auch das, was sie gefährlich macht. Der Kollege ist ja in der dritten Liga bekannt. Haben Sie eine Idee, wie er spielen lässt? Ja, ich habe jetzt schon versucht, einige Sachen in Erinnerung abzurufen. Ich weiß, dass er zum Schluss auch mit Türkgücü auch relativ defensiv gestanden hat, mehr auf Konter ausgerichtet mit Slivkovic und mit Zacharias. Zacharias, Entschuldigung. Also das war natürlich so ein bisschen Spielmuster, aber jetzt denke ich mir in Dresden, wenn man um Aufstieg spielt, dann würde wahrscheinlich offensiver spielen. Also ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, deswegen ist mir auch lieber so momentan, weil wenn ich jetzt anfange, mir zu viel Gedanken zu machen, wäre auch unnötig, weil letztendlich da müssen wir auf unsere Leistung konzentrieren. Und dann werden das Spiel auch reagieren. Und deswegen habe ich auch gesagt, mein Wunsch wäre, dass wir anknüpfen in dieser Leistung von Wiesbaden. Erste 20 Minuten, wenn wir sie rausnehmen, dann der restliche 70 Minuten waren für mich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das muss auch das Ziel für uns sein. Ich wollte gerade auf die ersten 20 Minuten nochmal anspielen. Wenn man es gibt ja schmutzige Siege offenbar, dann war das ja ein sehr sauberer Sieg am Sonntag in Wiesbaden. Trotzdem, die Mannschaft hat, soweit ich das beobachte, nicht selten Probleme am Anfang so in den Rhythmus zu finden. Wie kriegt man das gesteuert, dass sich das so ein bisschen ändert? Ich denke, Sie werden ja jetzt auf einen Gegner treffen, der sehr früh versucht, ein Zeichen zu setzen, um auch sich selber ein bisschen zu pushen und das Selbstbewusstsein zurückzuholen. Das ist richtig, aber das haben Sie auch selber gesagt. Es gibt Siege und Siege. Es gibt Siege, wo man gewinnt und kein Selbstvertrauen dadurch bekommt. Aber so ein Sieg, so wie in Wiesbaden, da muss uns schon Selbstvertrauen geben. Weil man hat schon gesehen, dass wir eine Spitzenmannschaft von der Liga, die haben noch Chance gehabt, die Wiesbaden bis gestern oben anzuknüpfen. Durch diese Niederlage gestern ist für die ist der Zug auch abgefahren. Ich will nur damit sagen, wir haben jetzt mit keine Mannschaft zu tun gehabt, wo keine Ambitionen hat. Und dass wir auf diese Art und Weise dort gewonnen haben, das ist ein Sieg, wo ich denke und meine, dass uns Selbstvertrauen geben muss. Und nicht solche Phasen, weil wir haben auch wieder mal erste Minuten zu viel Nervosität gehabt. Und während das Spiel befreien wir uns. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt, dass durch diese Selbstvertrauen, dass wir in Dresden so eine Phase nicht haben. Ich trete jetzt erstmal zurück. Die Personalfragen stellen wir trotzdem noch gleich später. Dann kann man an der Stelle dann auch gute Besserung dem von dir gerade erwähnten Kollegen Joachim Droll, der leider nach wie vor nicht bei uns sein kann. Ja. Gibt es weitere Fragen in der Runde? Jochen Knorzer war zuerst da, bitte. Wieder ein, weil der weigert sich hier gerade im Moment. So, jetzt ein sonniges Hallo in die Runde. Guten Tag, Herr Dotschef. Das war in Wiesbaden tatsächlich ein entspanntes Spiel auch für uns. Da war selbst zum Schluss schon der Kommentar fertig. Die Stimmen fehlten noch ein bisschen, obwohl sie auch sehr nah wieder an unseren Plätzen waren. Also wir haben wieder sehr emsig zugehört. Wie wollen Sie den Wilson Kamauaka ersetzen in Dresden? Wir waren etwas überrascht in der Situation in der, glaube ich, 36. Minute, weil aus unserer Sicht war eigentlich Aziz der Übeltäter und nicht Wilson. Wie haben Sie das gesehen? Ja, ich denke, dass der Kamavuaka die gelbe Karte bekommen hat, weil der in einen Zweikampf ein bisschen später in Zweikampf kam. Und deswegen, der Schiri hat ihm auch die gelbe Karte gegeben, wobei das war auch erste Foul für ihn. Hätte vielleicht auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen können. Aber Kammer ist einer, der kennt das nicht anders als bis auf 100% nicht Gas gibt. Und von daher, es ist so, und er spielt mit Herzblut und ist so, wie das ist. Und wie ich ihn ersetze,
Ich habe jetzt noch keine hundertprozentige Entscheidung getroffen. Da gibt es einige Optionen, zum Beispiel Krempicki ein bisschen zurückziehen. Ich habe auch Max Jansen noch als Alternative. Ja, und damit ist Schluss. Pepic ist noch auch eine Alternative. Aber Pepic ist momentan für mich, wie gesagt, ein bisschen ungewiss. Also ich weiß noch nicht, was ich mit ihm jetzt habe. Gehen Sie davon aus, dass Vincent Gembalis in Dresden wieder einsatzfähig ist? Ihm geht es heute ein bisschen besser. Morgen kann er schon trainieren. Wir werden morgen früh das Training abwarten. Und dann werde ich auch natürlich ein bisschen entscheiden können. Wir haben auch heute Corona-Test. Ich will nur damit sagen, sind noch einige Stunden, wo ich noch Zeit habe, bevor ich jetzt Entscheidung treffe. Und ich will jetzt nicht zu viel irgendwie so Falsches sagen. Also sind einige Optionen dabei. Fakt ist ja, dass jetzt auch Engin wieder spielen kann. Und sind einige Alternativen für mich da. Gehört zu den Alternativen auch wieder ein Platz in der Startelf für Leroy Michaels? Ja, Leroy hat sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich denke, dass solange er von Kräfte her gut dabei war, war schon seine Leistung sehr, sehr ordentlich. Und man kann schon davon ausgehen, dass jetzt in Dresden, dass er sogar Tick besser noch macht, weil dann würde er ein bisschen mehr Spielrhythmus haben. Der ist ja nicht 90 Minuten belastet gestern, der hat auch schon ein bisschen, noch, bisschen Substanz. Und von daher kann ich das jetzt nicht ausschließen, dass der Leroy von Beginn an wieder spielt. Dann eine Frage an Trainer und Pressesprecher, die ich gestern schon mal gestellt habe, zumindest dem Pressesprecher. Geht es jetzt am Dienstag mit beiden Bussen nach Dresden, nach dem Vormittagstraining? Ja, also Martin, ich denke, willst du antworten oder soll ich antworten? Bitte, Pavel, du. Ja. Also wir werden morgen um 9 Uhr, 9 Uhr uns treffen, 9.30 Uhr ist Training und um 11 Uhr ist Abfahrt mit zwei Bussen nach Dresden. Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon eine gute Fahrt. Danke erstmal. Dankeschön. Vielen Dank, Jochen. Der Kollege Marc Kühn hatte sich gerade gemeldet. Gibt es die Frage noch? Die Frage gibt es noch. Hallo, Herr Dortchef. Ja, jetzt sitzt bei Dynamo mit Alexander Schmidt ein Trainer auf der Bank, der eine Spielphilosophie hat, die sich vielleicht ein bisschen unterscheidet von seinem Vorgänger. Mehr Ballbesitz, mehr Dominanz. Gepflegter Spielaufbau, das waren eigentlich so, war so seine Spielidee bei seinen früheren Stationen. Kommt Ihnen das entgegen oder eher nicht so? Also ich spiele lieber gerne gegen Mannschaften, die selber Fußball spielen. Und für uns ist es ja viel, viel schwieriger, gegen Mannschaften zu spielen, die geradlinig, langen Bälle auf großgewachsene Stürmer, zweite Bälle, Standards und, und. Also wir spielen gerne gegen Mannschaften, die selber Fußball spielen wollen. Und wenn das der Fall ist, man hat auch gegen Wiesbaden gestern auch gesehen, dass wir haben auch gesagt, erste Minuten wollen wir Mittelfeldpressing spielen. Und dann waren wir zu passiv. Und dann kommt noch immer wieder diese zu viele Ecken, die wir auch produzieren, immer wieder gefährlich. Aber sobald wir angefangen haben, hochzustehen, auch zu pressen und Fußball zu spielen, da war die Mannschaft in seinem Element. Und, von daher denke ich mir, das werden zwei spielstarke Mannschaften, die aufeinander zutreffen und letztendlich werden kleine Nuancen entscheiden über Sieg oder Niederlagen. Dann noch eine Nachfrage generell zur Situation vom MSV. Also seit Sie das Ruder übernommen haben, spielt ja die Mannschaft höchst erfolgreich, kann man sagen. Wie beurteilen Sie denn jetzt die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt? Wie optimistisch sind Sie jetzt? Ja, wir wollen möglichst schnell
die Punkte holen, um im ruhigen Wasser zu sein und dann dementsprechend planen zu können. Wir haben jetzt noch Pokalspiele in nächsten Tagen. Also deswegen ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir zeitnah und möglichst schnell die Punkte holen, die nötigen Punkte, und nicht bis zum Schluss zu viel Nerven zu verlieren und immer zittern bis zum Schluss, in welche Richtung geht's? Geht's links, geht's rechts? Deswegen sage ich nochmal, jedes Spiel ist für uns brutal wichtig, enorm wichtig. Und jetzt das Spiel in Dresden, natürlich ist für uns auch sehr wichtiges Spiel. Ich gönne Dresden, ich kenne die Stadt Dresden, ich kenne auch den Verein. Ich habe mit Aue oft gegen Dresden gespielt. Ich weiß, was dahinter steckt in diesem Verein und wie viel auch Anhänger hinter diesem Verein stehen. Ich gönne das Dresden vom Herzen, das zu schaffen. Aber am Mittwochabend natürlich möchte ich, dass ich da punkte und dann können Sie danach alle Spiele gewinnen. Okay. Können Sie vielleicht noch kurz was zur personellen Situation Ihrer Mannschaft sagen? Gibt es da irgendwelche Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel? Gibt es zusätzliche angeschlagene Spieler, die wir vielleicht nicht auf der Rechnung haben? Um ehrlich zu sein, eher nicht. Also bei uns hat sich die Situation etwas sogar verbessert, dadurch, dass jetzt Velkov und Palacios schon mit der Mannschaft normal trainieren. Die sind jetzt für Dresden-Spiel noch keine Alternative, aber ich denke, dass noch 10 Tage, 2 Wochen noch brauchen, vielleicht für ein und anderes Spiel, dass die noch schon auch gute Alternativen für mich werden. Ansonsten sind Kleinigkeiten, wie gesagt, Kembalis, der mal gestern ein bisschen sich nicht wohl gefühlt hat, Kopfschmerzen, ein bisschen schlapp, aber heute geht es ihm schon besser. Also wir haben jetzt keine großartigen Probleme, bis auf die Dauerverletzten natürlich, so wie Brett Schneider und Sebanci und sowas. Ja. Gibt's noch Fragen in der Runde? Hermann Kewitz, bitte. Zunächst eine zu den Punkten. Sie hatten vor 2 Wochen, also bevor Sie 5 Punkte geholt haben, gesagt, 8 Punkte bräuchte der MSV noch, um den Klassenerhalt zu schaffen. 5 von den 8 haben Sie geholt. Jetzt hat mir mein Kollege Dirk Retzhaft gesagt, Sie hätten jetzt neu gerechnet und 4 würden jetzt noch, würde man noch brauchen. Wo kommt der zusätzliche Punkt her? sicher. Also das sind gute Sachen. Ich glaube, Wir dürfen jetzt auch nicht, wenn wir jetzt Klassenerhalt schaffen sollten, was eigentlich unser Primärziel ist, heißt nicht, dass wir dann aufhören werden, Fußball zu spielen. Wir wollen alle spielen. Wir werden versuchen, möglichst alle Spiele zu gewinnen, auch Siegermentalität zu entwickeln bei uns. Das ist auch für mich wichtig als Trainer, dass die Mannschaft so auch tickt. Aber ich weiß, dass wenn wir das gesichert haben, dann hast du nicht mehr Druck und dann gewinnst du automatisch noch ein paar weitere Spiele. Zweite Frage, Sie haben gesagt, Mirnes Pipic wissen Sie nicht. Wie übersetze ich das? Ja, ich kenne Pipic sehr gut. Ich habe ihn in Aue gehabt, ich habe ihn in Rostock gehabt. Und ich weiß, was er kann, aber ich vermisse einige Sachen auf dem Platz, beim Training. Er ist verbessert. Ich habe ihm auch viel zu früh zugetraut, auch dass er schon so weit ist, so beim Spiel gegen Viktoria. Da hat er schon gezeigt, dass er noch nicht so weit ist. Und seitdem sehe ich jetzt auch nicht diese Verbesserung so großartig. Also er ist bemüht, er gibt immer wieder Gas, aber kommt wenig dabei raus. Und deswegen sage ich, wenn ich jetzt Pipic spielen lassen, vielleicht ist ja jetzt schon so weit. Aber vom Trainingsleistung her habe ich nicht das Gefühl. Ja. Und ich finde es schade, weil das ist ein überragender Spieler ist. Und ich weiß, dass er bei Duisburg noch nie zeigen könnte, was er richtig drauf hat. Weil bei Rostock, als er regelmäßig gespielt hat und gute Verfassung war, war der beste Mittelfeldspieler in der Liga. Das weiß ich. Er kann in der zweiten Liga spielen. Also er genau. Hat er deutlich höhere genau. Ansprüche auch an sich selbst. Ja. Aber das ist da diese Verletzung, was er hat. Er hat ihn zurückgeworfen und irgendwie so kommt er nicht raus aus dieser ganzen Miserie. Dominik Volkmar.
Ja gut, das ist Fakt, dass ich jetzt ihn nicht im Kader gehabt habe und dann die kurzfristige Auswahl von Kembalis hat dazu geführt, dass ich möglichst schnell umstelle mit Arne Siekert. Ja, genau. Und Čepanjek. Wenn er jetzt dabei wäre, hätte er gespielt. Wenn er jetzt im Kader gewesen wäre, hätte er gespielt. Aber Fakt ist ja, dass der Kembalis momentan sehr gute Leistung bringt. Er hat sich gut gemacht, letzte Spiele. Dominik Schmidt hat sich auch stabilisiert und auch alleine wegen seiner Erfahrung. Ich muss auch immer wieder gucken, dass die U23-Regelung auch anhalte. Und deswegen oft ist ja bei mir so, entweder Spieler sind auf dem Platz oder sind die gar nicht im Kader. Und das war auch genau das Gleiche so wie mit Engin. Engin war nicht im Kader, weil ich muss immer gucken, positionsbedingt, für welche Position, welche Alternative ich habe. Und das trifft momentan Volkmann sehr, sehr hart, diese ganze Geschichte, aber ist so. Ich kann das nicht ändern. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass DFB in der dritten Liga auch 20 Spielerkader zulässt. Dann hätte ich das Problem nicht gehabt. Das habe ich eh nie verstanden, dass das bei uns, wir dürfen fünfmal wechseln. Erstmal war drei, jetzt dürfen wir fünfmal wechseln und trotzdem 18 Mann Kader. Das verstehe ich nicht so ganz, aber ich muss nicht alles verstehen. Ja, dann herzlichen Dank. Es gibt noch weitere Fragen in der Runde. Dominik Loth, bitte. So, jetzt eine etwas abseitigere Frage vielleicht. Die DFL hat für die erste und zweite Liga Corona-Trainingslager beschlossen, auch mit Hinblick auf die Corona-Fälle bei Hertha BSC. Können Sie sich eine solche Maßnahme auch in der dritten Liga vorstellen? Würde das für Sie Sinn ergeben mit Blick auf den Schlussspurt? Machen Sie sich Sorgen, dass die Saison nicht rechtzeitig zu Ende gespielt werden kann? Nee, Sorgen mache ich mir nicht. Wenn jetzt so kommen sollten, dass wir jetzt ins Hotel fahren müssen, dann werden wir machen. Wir wollen das bis zu Ende alle natürlich das durchziehen. Und wenn jetzt so eine Entscheidung getroffen wird, dann werden wir das auch machen. Ich persönlich glaube, dass das sowas nicht notwendig ist. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich treffe nicht die Entscheidung. Ich bin ein Angestellter MSV und versuche ich das Beste, das für den Verein zu machen. Und das werde ich auch so machen. Es tauchen ja immer wieder Corona-Fälle auf im Profifußball. Haben Sie das Gefühl, dass die Maßnahmen ausreichen, so wie sie jetzt im Moment sind, um die Saison zu Ende zu bringen? Ja, ich muss sagen, toi toi toi, bis jetzt sind wir sehr gut gefahren. Also wir halten uns sehr streng an die Maßnahmen, die Regeln, Hygieneregeln. Wir werden jeden Tag getestet mit Schnelltest, PCR zweimal die Woche. Wir fahren mit zwei Busse, wir halten auch uns im Hotel an die Regeln. Mehr können wir nicht machen. Also was sollen wir noch mehr machen? Also Garantie hast du trotzdem nicht. Garantie hast du trotzdem nicht. Gestern war auch das die Geschichte, ich darf jetzt nicht zu viel jetzt so auch interne Informationen geben, aber das mit Kembalis, dass das kam, war das Erste, was wir gemacht haben, sofort Schnelltest machen vor Ort. Mehr kannst du nicht machen. Das ist das, was ich sage. Wir müssen Profi sein, Masken tragen, dies und das und jenes. Und deswegen bin der Meinung, dass bis jetzt bei uns läuft alles sehr, sehr gut. Aber übertreiben oder Panik jetzt zu verbreiten, brauchen wir nicht. Einfach an die Regeln halten und natürlich ein bisschen zurückhalten in der Öffentlichkeit sich verhalten. Okay, danke. Schauen wir nochmal in die Runde. Keine Fragen mehr. Jochen Knörzer, bitte nochmal, ja. Um 15 Uhr wird der Niederrhein-Pokal ausgelost. Der MSV ist dabei. Gibt es dazu einen Wunschgegner? Ja. Erster Spieltag frei zu haben. Ja, hätte ich jetzt drauf gewettet. Aber eigentlich, ich denke, wenn man nächstes Jahr beim DFB-Endrunde dabei sein möchte,
dann muss man sowieso gegen Mannschaften auftreten, so wie Essen oder Jürdigen oder wie sie alle heißen. Von daher, du kannst jetzt nicht nächstes Jahr dabei sein, ohne jetzt was zu leisten. Und das wäre sehr, für uns wäre das Optimalste, jetzt Klassen halt möglichst zeitnah zu sichern und dann auch noch zu qualifizieren für die DFB-Endrunde. Zum Beispiel, wenn man nur sich überlegt, nächstes Jahr vielleicht die kleine Wahrscheinlichkeit gegen Bayern hier zu spielen in unser Stadion, das muss schon Motivation genug sein. Von den Geldeinnahmen mal ganz abgesehen, ne? Ja, das auch, aber das muss eigentlich, das Geld ist ja jetzt, das soll jetzt für uns nicht diese Motivation, eigentlich oberste Motivation sein. Das ist, es geht um Sportliche und dann, wie gesagt, attraktiven Spiele gegen Bundesligist zu spielen, es ist eigentlich schon immer ein Traum für uns Spieler und Trainer. Und ich habe auch schon einige gute Erfahrungen beim Pokalspiel, glauben Sie es mir. Das heißt also, neben dem Klassenerhalt ist das zweite Primärziel, den Niederrhein-Pokal zu gewinnen, um eben in der nächsten Saison wieder am DFB-Pokal teilnehmen zu können. Richtig. Ich bin absolut ernst genommen von Ihnen. Richtig, ja. Wir wollen nichts verschenken. Aber natürlich, Primärziel ist ja Klassenerhalt und dann nächster Schritt ist ja, DFB dabei zu sein. Dankeschön. Vielen Dank in die Runde. Dir, Pavel, vielen Dank euch für eure Fragen. Ja, toi, toi, toi für das Spiel in Dresden. Euch allen noch einen sonnigen Tag. Ciao. Tschüss. Gute Fahrt. Danke, tschüss.